für die Regierung und einmal gegen die jetzige Regierung in Myanmar. Dieses Regal war leer und ich habe sehr ruhig angefangen und in einer Form von Meditation diese Riparellos eingetunkt in schwarze Tinte oder mit schwarzer Tinte drauf gezeichnet, mit Wasser drauf gezeichnet. Als nächstes kam gestern am späten Nachmittag die Glasbilder zustande mit einem Form von Glas-Edding, also einer Farbe speziell für Glas. Und als ich angefangen habe, wusste ich auch nicht, dass ich Tupfer, aber ich habe den ersten Tupfer gemacht. Und es hat sich für mich wie kleine Schüsse angehört. Und deswegen habe ich weiter getupft. Das heißt, alle Bilder sind getupft und das schwarze Bild, was hier steht, habe ich auch mit Mikrofon verstärkt, dass das nochmal lauter wird. Während der letzten Stunde, in der Performance gestern, kam mir die Melodie von, ich weiß gerade nicht mehr genau, den Wortlauf. Wo sind all die Soldaten? Wo sind sie geblieben? Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Where have all the flowers gone? Also wo sind all die Blumen hin? So fängt es an und später in den Text gibt es aber, wo sind all die Soldaten hin? Ich habe dann angefangen mit Stimme zu arbeiten, ohne Effektgerät, nur verstärkt durch ein Mikrofon. Und eigentlich eine Melodie entwickelt mit dem Wort wo. 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 Es geht im Bild hinein, geht durch der Glieder angespannte Stille und hört im Herzen auf zu sein. Der Panther von Rainer Maria Rilke. Ein Gedicht, was mich schon lange begleitet in meinem künstlerischen Schaffen, weil wir visuelle Bilder kreieren. Die Bilder gehen durch uns durch und bleiben im Herzen, in unseren Knochen gespeichert, in unserer Erinnerung. Und leider auch so die ganzen Kriegsbilder, die ich in den letzten 2 Jahren in inoffiziellen Chats durch die sozialen Medien, durch meine Freunde gesehen und durchlebt habe. Ich habe irgendwann aufgehört, in soziale Netzwerke zu gehen, weil ich es mir leisten kann, weil ich gerade nicht im Krieg bin. Die Menschen vor Ort können nicht weggehen. Und in den nächsten 3 Stunden werde ich mit Stimme und mit Körper arbeiten. Nichts davon ist geprobt oder einstudiert, sondern ich werde weiter in einer Form von meditativen Zustand, der etwas körperlicher allerdings jetzt ist, arbeiten. Ich wurde gerade gefragt, was in dieser Arbeit dann anschließend passiert. Ich werde sie erstmal archivieren, aber ich kann mir vorstellen, später auch weiter daran zu arbeiten und in einer ganz anderen Form. In einer ganz anderen Installationsform, in einer ganz anderen performativen Form daran zu arbeiten. Ganz oft in meinem künstlerischen Schaffen ist es so, dass über ein Bild, über einen Klang, über eine Installation ich zu meinen Performances komme. Und wenn ich jetzt einfach weiter rede, dann nur, weil ich gerade nicht weiß, wie ich anfangen soll. Das wird kommen.